Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest Die entwendeten Briefe. Phasma hat im Livrarium von Adessa ein Gitter entdeckt, durch das ich in die Schatzkammer unter der Stadt gelange. Ich muss mich dort hinunterwagen, um die Sendschreiben zu finden. Allerdings kann ich laut Phasma nicht auf demselben Weg zurück. Und da sind wir nun. Hier im gefährlichen Raum. Aber natürlich werden wir die alle platt machen. Kein Problem. Kein Problem. Oh, schade. Ich habe die Waffen immer noch falsch ausgerüstet. Das ist immer blöd. Das ist immer voll doof. Sekundär will ich eigentlich die haben. Und primär möchte ich eigentlich die haben. Noch einer. Nö. Erinnerungen an Initianten. Reparaturkit. Nehmen wir mit. Noch mehr Erinnerungen. Was sind denn das, wenn ich mal fragen darf? So, erstmal das Reparaturkit können wir bestimmt verbrauchen, genau. Erinnerung. Wo sind sie denn? B, C, D, E. Erinnerung. Dies ist eine Erinnerung an alle klerikalen Gelehrten und Bibliothekswachen, welche Zugang zur Sondersammlung wünschen. Es müssen alle Fackeln entzündet werden, um die Kisten zu öffnen. Prägt euch den folgenden Abschnitt ein und alles wird sich offenbaren. Ich begann zu glauben, nachdem alle Vivisektionen des Tages beendet waren, dass es im Blut der Venen und Arterien noch eine weitere Bewegung gab, welche dem prüfenden Blick meiner Vorgänger bisher entgangen war. Mir fehlte das scharfe Auge, um meine Vermutung zu beweisen, doch ich war überwältigt von der Tatsache, dass das Blut zweifellos in einem Kreis durch den Körper floss. Wie Feuer treibt das warme Leben, das in unserem Blut enthalten ist, in einer endlosen Schlaufe durch unseren Körper. In diesem Ring des Lebens zeigen unsere Gestalten ihre wahre Helligkeit. Der Weg zur Wahrheit in allen Dingen ist ein Ring, und um voranzukommen, müsst ihr an den Punkt zurückkehren, an dem eure Reise begann. Ja, was auch immer das heißt. Haben wir hier so. Nix. Da ist noch was. Nix. Ja, sehr schwer. Furchtbar schwer. Total schwer. Hab's verstanden. Yay. Na, das läuft ja wie geschmiert. Hey, ihr da! Hey, du da! Ja, war wohl nix, wa? Goldtalisman. Mhm. So, hier ist auch nix. Jedenfalls nicht so richtig, was wir brauchen. Dann gehen wir hier lang. Hey, ihr da! So, jetzt müssten die anderen auch kommen. Ja, mal ein paar Fallen hinstellen. Oh, das bringt ja nicht viel. Trollhautrüstung. Wo sind denn die anderen? Leute! Seid ihr denn alle? Nee? Sind doch hier irgendwie direkt um die Ecke, oder? Ich sehe hier aber gar keinen. Als ob ich immer direkt an denen vorbeilaufe, aber hier gar keiner ist. Komisch. Irgendwie komisch. Was haben wir denn hier Schönes? Nix? Okay. Wird durch einen Hebel geöffnet. Kann ich hier an den Dingern irgendwas machen? Ja. Hebel. Ruhe. Nix. Nix und nix und wieder nix. Da ist noch eine Truhe.
Ja, nehmen wir mal alles mit. Schauen wir uns dann noch an. Die geht wenigstens auch auf. Gehen wir jetzt hier wieder zurück? Oder wo gehen wir jetzt lang? Kisten, Kisten, Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Und Zepter und Kisten. Natürlich muss man immer so ein bisschen auch gucken, ob da eine Truhe irgendwo ist. Die können sich ja immer echt schnell hier verstecken. So, dann gehen wir mal da weiter lang. Den Büchern ist auch wieder nichts anzufangen. Jo, die geht auf, das ist schön. Wir wollen ja immer noch Richtung gelber Kreis. Ja, wo sind denn hier jetzt all die Feinde? Kann ich jetzt hier einfach töten? Ist er jetzt tot oder nicht? Ergebt euch! Schatzkammerschlüssel. Schatzkammerschlüssel. Vielleicht hätte ich mich auch hier herumschleichen sollen. So heimlich und so. Egal. Ja. Unschuldige Gnome tot. Was soll's? Ich weiß halt nicht, sollten wir das jetzt heimlich machen oder nicht? Eigentlich schon, ne? Ich glaube, das war so ein heimlich... Und die haben ja geschlafen. Da hätten wir auch vorbeischleichen können. Haben wir jetzt dadurch ein Verbrechen vergangen? Stand das da? Verbrechen vergangen? Dann weiß ich doch nicht. Also ich glaube, das hätten wir dem auch klauen können, ohne ihn zu töten. Ja. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Darf ich nicht haben. Weil jetzt kommen sie ja auch alle, aber die kamen ja vorher auch schon. Vorher kamen die doch auch schon. Wenn es sich vermeiden lässt, nichts zu stehlen. Also ich glaube, dass der Quest eigentlich cooler gewesen wäre, wenn ich von Anfang an geschlichen wäre. Wenn ich das von Anfang an so gemacht hätte, dass ich die gar nicht angreife. Also allgemein, weil so sind sie auch alle automatisch Feinde. Ja, jetzt, weil ich ja schon angefangen habe, die immer zu töten. Das ist natürlich voll blöd. Jetzt ärgere ich mich so ein bisschen alleine von der Spannung her. Weil das Rumschleichen und denen, dass sie einen nicht bemerken, das ist ja eigentlich noch viel cooler. Eine coole Bandruhe. Eine Inschrift. Auf der Truhe befindet sich eine Inschrift. Das Licht des Wissens ist die einzige Möglichkeit, die Geheimnisse im Inneren zu enthüllen. Ja. Schön. Da haben wir wohl Pech, was? Ach nee, wir sollen hier ja die Feuer alle anmachen. Feuer. Nach was für einem Prinzip? So, sie brennen alle. Wenn einer brennt, also die brennen aber nicht, die sollen aber alle brennen, ne? Da ist noch ein Hebel. Ein Windstoß hat alle Schmiedebecken gelöscht. Boah, das bringt's ja. Wie kriegen wir das denn mal hin, dass die alle gehen? Und die bleiben am Brennen?
macht man das denn jetzt? Nehmen wir mal den hier. Brennt der auch? Und jetzt nehme ich mal den hier. Oh, jetzt brennen doch alle. Ne, der brennt schon wieder nicht. Scheiße. Immer der daneben dann nicht, oder was? Hm. Muss man das nur ganz, ganz schnell machen? Nee, ne? Ich habe jetzt eher gedacht, das ist wie so ein Wimmelbildspiel, dass man das halt so schaffen muss. Hm. Warte nochmal. Ich lese nochmal hier in diesem... Da stand doch irgendwas. So, gehen wir jetzt nochmal. Wo ist denn jetzt nochmal das mit den blöden Briefen? Mann, ich ärgere mich. Ich will jetzt da rumschleichen und ich will das alles nochmal machen. Aber jetzt sind sie eh schon alle Feinde und scheiß drauf. Töten wir die alle. Fertig. Aus die Maus. Jetzt bin ich zu weit, ne? Ja, das war ja irgendwas mit I, ne? Oder E. So. Ich begann zu glauben, nachdem alle des Tages begann, bla, mir fehlte das scharfe Auge und meine Vermutung, dass ich war überwältigt von der Tatsache, dass Blut verflobbert im Kreis. Wie Feuer treibt das warme Leben, das in unserem Blut enthalten ist, in einen entschlossenen Schlaufe durch unseren Körper. In diesen Ringen des Lebens zeigen unsere Gestalten ihre wahre Helligkeit. Der Weg zur Wahrheit in allen Dingen ist ein Ring und um voranzukommen, müsst ihr an den Punkt zurückkehren, in dem auch Reise begann. Ja, klar. Warum kommt der denn da jetzt rum? Komm, ihr bemerkt mich nicht. Guck, ich bin voll friedlich und so. Ich klau das, ohne die zu töten. Dies ist das Buch, nach dem du dich für Grimm suchen sollst. Und falls Fasma recht hat, kannst du es nur stehen, indem du es in das Tuch der Verdunkelung einwickelst. Buch einwickeln. So, jetzt habe ich das entfernt. Jetzt muss ich zurück. Ankommen. So, jetzt wird's kniffelig. Oh, da ist noch eine Truhe. Die nehme ich doch noch mal mit. Mittel. Mach zu jetzt. Hallo. Hallo. Mann, Mann, Mann. Toll. Für ein Reparaturkit, ey. So, der kommt hier lang. Das ist schlecht. Wo geht der lang? Der geht da lang. Scheiße. Voll nicht geklappt. Lass mich in Ruhe. Du Wache. Nein, ich entkomme. Lass gut sein. Du wirst mich nicht kriegen. So, was machen wir jetzt mit... Oh, jetzt kommen die alle hier. Ergebt euch! Ja, ihr habt keine Chance gegen mich, Mann. Kleine Gnome. Es tut mir auch voll leid. Ich würde es ja nicht machen. Ihr wollt es ja so. Was kann ich dafür? Und ich werde in die Bandruhe kommen. Wie kriege ich das hin, dass alle brennen? Irgendeine brennt ja nie. Es ist ja so. Jetzt hören die wieder auf. Vielleicht immer so jede zweite. So.
klappt total gut. Tja, ich verstehe das Prinzip leider nicht. Oder man muss ganz schnell dahin rennen zu der, die halt, ja, ne? So, so. Die nicht. Aber das ist ja das Komische, dass man die auch wieder anmachen kann. Also ausmachen kann. Check ich irgendwie nicht, ne? Das ist voll ein bisschen das Problem. Irgendwie kann ich das nicht oft genug lesen hier. Es ist schon kniffelig. Und schon wieder können wir das verbrauchen. So, jetzt komm, jetzt. Ich muss daraus mal schlau werden hier aus dem blöden Dinger, Briefe, B, C, D, E. Erinnerung an Initianten. Welche Zugang zur Sondersammlung wünschen? Es müssen alle Fackeln entzündet werden, um die Kiste zu öffnen. Prägt euch den folgenden Abschnitt ein und alles wird sich offenbaren. Ich begann zu glauben, nachdem alle Vivisektionen des Tages beendet waren, dass es im Blut der Venen und Arterien noch eine weitere Bewegung gab, welche dem prüfenden Blick meiner Vorgänger bisher entgangen war. Mir fehlte das scharfe Auge, um meine Vermutung zu beweisen, doch ich war überwältigt von der Tatsache, dass das Blut zweifellos in einem Kreis durch den Körper floss. Wie Feuer treibt das warme Leben, das in unserem Blut enthalten, in einen endlosen Schlaufe durch unseren Körper. In diesem Ring des Lebens zeigen unsere Gestalten ihre wahre Helligkeit. Der Weg zur Wahrheit in allen Dingen ist ein Ring. Und um voranzukommen, müsst ihr an den Punkt zurückkehren, in dem eure Reise begann. Also doch im Kreis laufen, oder nicht? Aber es geht ja irgendwie nicht. Ich laufe jetzt so lange, bis ich an dem, wo ich angefangen habe, auch wieder bin. Muss ich den jetzt nicht nochmal anmachen? Der brennt ja jetzt eigentlich. Deswegen check ich's nicht. Jetzt ist der nämlich schon wieder aus. Hä? Wie sollen mal alle aus sein? Das wäre irgendwie leichter. So, ich stehe jetzt mal direkt hier hinter der Truhe. Hinter der Truhe. Die Frage ist, mache ich sie auch aus? Also nur einmal drücken oder an und aus? Am besten einmal drücken, egal ob es läuft oder nicht. Bin ich jetzt dahinter? Nee, noch nicht ganz. So, jetzt bin ich einmal im Kreis. Brennen alle? Nee, natürlich nicht. Kapiere ich nicht. Brennt. 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 Sobald ich den jetzt hier anmache, brennen die anderen aber auch. Oder der. Es sind nur zwei, die nicht brennen. Das kann doch nicht sein. So, schön. Schön die Scheiße hier. Brennt, 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 nur die beiden nicht. Hm. Und das Problem ist, dass immer der daneben ausgeht. Es müsste also immer einer frei sein. Wisst ihr? So. Der daneben ist natürlich jetzt wieder ausgegangen, oder? Ja. Wie macht man das denn mal am klügsten? Die Kette irgendwie unterbrechen? Kriegt man die nicht mal alle aus? Kann man die nicht alle ausmachen auch? Alle aus. Einfach mal andersrum denken. Guck mal, die sind jetzt aus. Aus. Nee, eine brennt noch. Warum brennt denn? Warum brennt ihr? Ihr Schweine. Ihr dürft nicht brennen.
Der magische Schutz auf der Truhe wurde gebannt. Yay! Yay! Ich hab's geschafft. Geil, ey. Voll ausgetrickst und so. Schatzkammerschlüssel. Schatzkammerschlüssel. So, ich habe einen Schatzkammerschlüssel. Was mache ich jetzt damit? Wo ist denn die Schatzkammer? Die gute. Wo soll die denn sein? Ist die hier oben? Aus Bibliothek entkommen. Ich möchte jetzt aber in die Schatzkammer. Ist doch viel, viel cooler. Wo soll die denn sein? Und wenn ich da einfach mal hinlaufe, wo ich hin soll? Ich will da aber nicht hin, wenn ich noch nicht in der Schatzkammer war. Da gab es doch eine Tür, die wir noch nicht öffnen konnten, aber das war wegen dem Hebel. Und ich wüsste... Na? Hey, hallo. Ich würde euch leer. Voll unbemerkt und so, was wir hier machen. Das merkt doch keiner. Das merkt doch keiner. So, ist hier jetzt irgendwo die Schatzkammer oder what? Komm, lauf mal. Schnell. Leiter nach Forum. Nee. Sorry. Tut mir auch voll leid und so. Aber ich muss jetzt in die Schatzkammer, weil ich habe den geilen Schlüssel. Den hat doch sonst keiner. Und ich habe ihn gebannt. Das muss doch jetzt sich auch lohnen. Wir sind sowieso alle tot jetzt hier. Hier lebt am Ende kein Hüter und Gnomen mehr. Ist schon hart. Mach ich nicht gerne, ne? Also. Schatzkammerschlüssel. Wieso hat der denn jetzt auch einen? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Warum? Ich suche mal im nächsten Part, oder ich suche mal am Anfang des nächsten Parts, weiß ich jetzt, ob es hier eine Schatzkammer gibt oder nicht. Ich gucke mich noch mal hier genau um, weil ich jetzt irgendwie nicht kapiere, ist die überhaupt hier oder ist die ganz woanders oder wie oder what? Das sehen wir dann, ne? Bis dann.